Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Mein Name ist Devor und ich bin mal ein bisschen rumgelaufen. Und ja, doch, ich glaube, die Mühle da, das sieht irgendwie, sieht ganz cool aus. Hat mal was anderes, so ein anderes Gebäude zwischendrin, weißt du? Ist vielleicht gar nicht so kacke. Es füllt, glaube ich, die Mühle füllt das, diesen Platz da ganz gut aus. Doch, doch, doch. Gefällt mir. Ich glaube, gebäudetechnisch sind wir jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir alles haben, ne? Wir haben die Häuser gebaut. Wir haben hier alles. Alles, alles, alles. Wir haben uns... Oh, nee, stimmt gar nicht. Fischerhütte 2 fehlt noch. Und ansonsten fehlt uns, soweit ich weiß, nichts mehr. Kuhstall haben wir noch nicht gebaut, Pferch haben wir gebaut, einen Stall noch nicht gebaut, ein Gänsehaus haben wir, einen Eselstall auch noch nicht. Schweine und Hühner haben wir, Bienen haben wir auch. Ich würde sagen, wir haben einen Stall. Ach stimmt, einen Stall haben wir ja schon, wir haben ja Pferd. Eselstall haben wir noch nicht, okay. Ich würde sagen, aber das ist gar nicht, das ist doch... Da oben wird genörgelt, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Da oben wird genörgelt. Oh mein Gott. Jetzt kräumt mir hier ein Wolf, ne? So, was haben wir denn hier? Feldschuppen hat kein... Kein was? Keine Sichel, keine Sense. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sind an dem Punkt angekommen, dass wir keine mehr haben. Das heißt, wir produzieren zu wenig oder verkaufen zu viel. Oder beides. Jetzt haben wir wieder eine Sichel. Okay. Nichtsdestotrotz würde ich doch dann die Produktion mal nach oben stellen. Warte, 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 warte. Und zwar... Schmiede. Die Schmiede. Oha, die ist aber auch ein bisschen damaged, ne? Warte mal, was haben wir denn hier eigentlich? Was haben wir denn hier? Eisenaxt, Eisenhammer, Eisenmesser. Eisenhacke, kein Material... Wir haben keine Eisenbahn. Wie konnte das denn passieren? Hä? Warum haben wir keine Eisenbarren? Warte mal, wir brauchen hier... Ach so, weil die sehr langsam sind. Guck mal, wir brauchen, ich sag mal, 2, 4, ich runde auf 6, 7, 8, 10, 12... Ich sag mal 13, 14, 15. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen das ein bisschen abändern hier. Mach mal so. So. Huch. So. So und so. Ich guck gerade nur auf die Dingens hier. Und dann machen wir... Ja, es ist nicht... Ist noch nicht geil irgendwie, ne? 2, 2, 2. Hämmer braucht man nicht so viele. Ich glaube, Hämmer lasse ich mal auf einen. Das müsste ausreichen. Dann können wir das hier wieder nach oben knallen. Weil dann versorgen die sich wenigstens selber hier, weißt du? Weil das hier steigt ja auch wieder die ganze Zeit. Das ist ja alles am Steigen. Auch die Schürdingens hier, ich glaube, die können wir auch runter machen. Weil so viel werden wir da nicht brauchen. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir noch die andere Schmiede. Was hatten wir hier? Ach, die machen nämlich auch Eisenbarren, siehst du? Die machen nur Eisenbarren, 27. Okay, da wundere ich mich aber trotzdem, dass sie zu wenig haben. Das ist mir... warte mal. Nicht, dass ich irgendwas Falsches ein... Boah, Alter. Mir was Falsches eingestellt habe. Bei der Schmiede 2 war das gewesen. Kein Material, genau. Eisenhacke. Das habe ich soweit kapiert. Schmiede 3. Pam, 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 pam. Machen die auch immer, ne? Okay. Na gut. Kann auch sein, dass ich irgendwann mal Eisenbarren rausgenommen habe oder Eisen rausgenommen habe. Ist es das? Eisenbarren 32, Eisenerz 1. Ja, ich kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Okay, weiter geht die Wildreise. Warte, warte, warte. So, Taverne, Gedöns. Ich hatte die Überlegung, wo wir weiter bauen, häusertechnisch.
Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es immer noch nicht weiß. Will ich hier weitermachen? Oder will ich die Seite da drüben erstmal noch ausreizen? Weil hier wird es dann auch schon wieder schwierig, weil hier schon wieder ein nächster Weg ist. Da brauche ich noch Platz hier für Tiere. Das ist ja auch noch nicht alles. Mir fehlt ja noch ein bisschen was. Und mir fällt gerade ein, ich muss zu meiner zukünftigen, zu der zukünftigen Mutter meiner 18 Kinder. So, da muss ich doch nochmal hin, ne? Wir sind hier, ja, ja. Oh, die drängeln sich ja alle zur Schenke. Sag mal. Alkis, unglaublich. Wilde Ilde, Hello. Ich hatte, wie geht's dir denn, meine Schöne? Du hast außergewöhnlich schöne Augen. Es ist mir eigentlich egal. Sie steht nicht so auf, ne? Aber weißt du was? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Danke, aber ich genieße immer noch dein letztes Geschenk. Have a good day. Okay. Oh, it's you again. Lass dich mal kurz genauer ansehen. Ist dieses Zeichen schon immer da? Das sah gerade... Have a good day. Danke. Anders aus. Okay, also, wir brauchen, tja, das ist eine gute Frage. Ich wollte noch was anderes ausprobieren, ganz wirr heute. Ich wollte wegtechnisch hier noch ein bisschen was machen, weil ich gehe hier so oft lang. Ich habe festgestellt, dass mir dieser Weg, der langweilt mich. Und ich würde gerne mal was ausprobieren, weiß aber nicht, ob das funktioniert. Und zwar, angenommen, nee, das nicht. So, hier, Landwirtschaft, Plantage. Wie gesagt, ich probiere mich einfach mal aus. Ich kann das ja nicht drehen oder so, ne? Oh, das ist schon wieder, das ist... Das ist nix gut. Das ist gar nichts gut. Wenn ich jetzt mal die Plantage. Weiß ich nicht. Ich wollte hier so eine. Das hatte ich schon ewig vorgehabt. Aber jetzt, wo ich in der letzten Folge die Kirschbäume gesehen habe, habe ich mir gedacht, so. Wäre doch cool. Oder generell auch im Dorf irgendwie so ein, weißt du, so ein paar andere Bäume noch zu pflanzen. Es geht aber leider nur mit der Plantage. Und die Plantage ist ziemlich, wie gesagt, man kann das hier alles nicht drehen, ne? Das ist das große Problem. Das heißt, es ist ziemlich bescheiden. Weil man das noch nicht an dem Weg ausrichten kann. Uff. So. Ich habe mich verdrückt. Ganz genau gesehen. So, ich wollte hier eigentlich anfangen. Aber ich glaube... Das geht nicht. Oh Mann. Warum geht das nicht? Ich möchte das doch aber so gerne. Plantage. Oder ich mache so. Ne, es geht auch nicht. Weil der Weg hier einfach ist, ne? Okay. Hier vielleicht? Auch nicht. Bin unschlüssig. Ob ich da gerade Luft drauf... Luft vor allen Dingen. Lust drauf habe oder nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß zwar nicht, ob das gut aussieht. Ich meine, in meinem Kopf sieht es gut aus, ja. Aber wie es dann wirklich aussieht, bin unsicher. Warte mal, ich glaube, ich mache die dichter, oder? Oh, ey, er schläft dann ja die Hand ein. So, warte, so, so,
Und dann hier wieder hin. Und direkt dahinter. Das wird bestimmt scheiße werden. Nee, das ist nicht... Oh, ey. Na? Ja. So, Gebäude, Landwirtschaft, Plantage. Ja. Das mache ich jetzt bis zum Weg runter, also bis zur Kreuzung hin. Landwirtschaft, Plantage. Ja. Mal so ein bisschen kleinen Abstand lassen und mal gucken, wie das wird. Und ob. Und generell und überhaupt. Und dann mache ich das auf der anderen Seite auch. Und dann kann die, weil die Plantage hier ja um die Ecke ist, vielleicht sogar auch noch mit bewirtschaftet werden. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ich glaube, einer noch oder zwei und dann haben wir es. Auf der Seite zumindest. Schade. Ich mach noch einen. Oder? Nee, mach ich nicht. Das müsste passen. Und jetzt hier. Uff. Uff, uff, uff. Es wird nicht, das wird alles nicht hundertprozentig gerade sein. Aber das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Ich glaube, das sieht man am Ende nicht mehr, wenn die Plantage bepflanzt ist, beplantascht ist, weißt du. Und wenn das so ein bisschen versetzt ist, dann ist das auch schön. Eventuell. Wie gesagt, in meinem Kopf sieht es wunderschön aus. Aber in Wirklichkeit bin ich mir nicht so sicher. Ja. Und so, und wenn ich mich beeile, dann kriege ich das hier an dem nächsten Tag alles noch besamt und mache hier so eine Kirschbaumstraße, Allee, Dingens, weißt du? So vom Gedanken her zumindest. Ich finde, es ist ein schöner Gedanke. Scheiße. Einen hätte ich ganz gern tatsächlich noch. Ich will nicht viel. Also ein. Das ist ein Feld, Alter. Ich habe mich schon fast gefreut. Eigentlich ja, uneigentlich ist es nur der Zaun. Weil dann kann ich, dann würde ich den, ganz ehrlich, ist mir egal, den kann ich ja verkleinern, weißt du? Ich mach den mal. Aber wenn es nur der Zaun ist, dann kann ich da drum rum bauen. Versuchen wir es nochmal. So. War das nicht hier irgendwo? So? Jawohl. Okay. Einer. Dann geht ja noch einer. Warte. So. Und so. Und so. Und so. Nein! Hindernisse. Aber... Ach, der Weg wird da wahrscheinlich, ne? Scheiße. So? Auch nicht. Kacke. Aber eventuell... Ich jetzt... von der anderen Richtung auskomme. Guck mal. Warte. Pam, 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 pam. Wenn ich jetzt sage... So. Ist vielleicht ein bisschen nah dran, ne? Aber... Ich mache einfach. Das wird alles wunderschön werden. Oh. Gut.
wo ist denn meine... Ich habe gar nichts, ne? Mir fehlt alles. Okay. Ich brauche eine Sense, eine Sichel, eine... Müsste ich nicht eigentlich sogar eine haben? Warte mal, ich habe doch hier eigentlich Eisen... Sense, habe ich doch. 7 Stück. Ich habe sogar 7. Klar, natürlich. Weil, warum auch nicht? Haben ist besser als brauchen. Ich schlafe jetzt nicht mehr, weil es ist auch schon... Ich brauche gar keine Sense. Es ist schon 23 Uhr. Es ist erst 23 Uhr. Uff. Gut, mir egal. Ich brauche keine Sense. Ich brauche eine Hacke. Hier, die hier. Warum habe ich denn... Keine Ahnung. So. Aha. Ich hoffe, das sieht gut aus. Da will ich mal gucken, ob ich noch irgendwie Kirschsamen oder sowas habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So. Was cool ist, dass das jetzt alles unterschiedliche Plantagen sind, was mich in den Steuerruin treiben wird. Das weiß ich jetzt schon. Oh Gott. Das wird ganz furchtbar. Ich guck mal, ob ich noch Setzlinge habe. Die müssten dann ja hier sein. Aber es kann auch sein, dass ich alles schon... nee, ich glaube, ich habe alles schon verbraten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehe ich jetzt doch erstmal ins Bett. Weil hier sind keine mehr drin, glaube ich. Weil ich die schon gepflanzt hatte, meiner Meinung nach. Ja, Hopfen... Hopfen. Sieht nicht so cool aus. Rote Beete, Roggen... Nee. Nö. Computer sagt nein. Ich schlaf heute mal hier. Wie sieht's hier aus? Wohntechnisch? Es ist voll. Moment. Waldemar und Bertha. Hab ich nicht? Waren hier nicht? Gut. Ich dachte, da war... Naja, nun. Bis zum nächsten Tag, danke. So, ich hole jetzt gleich noch ein bisschen Kirschsamen-Gedöns. Und wir haben ja noch einen Tag Zeit. Dann kann ich die hoffentlich pflanzen. Und ich habe Hunger. Ich heiche. Und dann sind die vielleicht im nächsten Jahr schon gewachsen. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe, der Baum wächst auch. Das wäre total toll. Nahrungsmittellager, Essen. Ich habe Hunger. Es gibt hier nur Rotze. Es gibt hier einfach nur Rotze. Was will ich denn mit 909 Speisemurchel? Kann ich mir da nicht eine Speisemurchelsuppe machen oder so? Wäre das nicht ein Ding? Guck mal, wenn ich jetzt Speisemurcheln esse. Ne? Nur mal so. Also wenn ich die jetzt esse. 2 Vergiftungen. 1,5 Nahrung und 2 Vergiftungen. Das ist unglaublich. Was soll ich dazu sagen? Komm, weg. Brauch keinen Mensch. Ich habe nichts zu essen mehr. Wir haben auch kein Fleisch oder sonst irgendwas, ne? Junge, was ist mit den Jägern los? Dreh hier durch. Ist denn hier... Ich such's immer wieder. Jagd. Fischerhütte. Der hat nix. Was braucht er denn? Oh, Fischbär. Sag das doch. Da ist keiner. Jagdhütte. Lederpüll und... Was? Warum gehen die denn nicht jagen? Ach so, weil die, glaube ich, jagen gehen komplett, ne? Nee, auch nicht. Was habe ich denn da gemacht das letzte Mal? Das ist ja spannend. Ich brauche viel mehr Fleisch. Offensichtlich. So.
Fast 100. Na, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Und das, die machen hier Lederpelz und Feder. Gab es noch was anderes? Trockenfleisch, Salzfleisch? Nee, okay, alles klar, gut. Das lassen wir mal so. Und wenn nicht, dann brauche ich halt vielleicht noch einen nächsten. Fischerhütte. Kein Werkzeug ist natürlich Quatsch. Wo mache ich denn den Fischbär? Hier, ne? Stein, Holz, Waffen. Holz, Bolzen. Oder was? Stein. Fischbär. Pochleingarn. Leingarn. Leingarn, Leingarn, Leingarn. Ich habe doch im Leben habe ich doch keinen Leingarn mehr. Es ist doch schon wieder. Nee, müsste hier ja schon irgendwo hier sein. Ach, Kacke! Leinsamen, ich brauche Leingarn. Ich kann, glaube ich, auch keinen Leingarn. Ich habe zwar noch ein bisschen Flachs übrig, aber ich glaube, das reicht nicht. Doch! Haha! So, das ist doch super. Dann kann ich das noch ein bisschen machen. Leingarn. Ja. Und wir brauchen unbedingt... Ich muss das eigentlich automatisieren. Aber der verbrät mir sonst den kompletten Leingarn, den ich ohnehin schon kaum habe. Das ist auch nicht so gut. Und ich sage ganz ehrlich, wir brauchen irgendwie so alle 10 Stunden mal einen Fischbär. Das kann ich gerade so noch verkraften. Hier. Hier. Ich mache ein, beziehungsweise zwei. I can hear my stomach rumbling. Ja, 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 ja. Okay. So. Fissbär. Und ab dafür. So, dann kann der auch wieder. Kein Wunder, dass alle kein Essen haben, weißt du. Okay, das passt soweit. Uff, verkaufe ich denn eigentlich noch? Das ist nur hier noch Menü, ne? Was verkaufen wir denn hier? Kupferhammer, kein Material. Ja, gut, da werden wir auch nichts mehr haben. Eisenspitzhacke ist pausiert, weil die gerade Mittag machen oder sowas. Ich würde gerne das hier runterfahren. So, und würde 13 am... Achso, nee. Ja, warte, dann machen wir mal... Ach Gott. Warte, kriegen wir hin? Eine? Ja, so eine am Tag, ne? Das ist, glaube ich, okay. Haben wir, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Warte mal, die Bronze-Geschichte, die baue ich nicht mehr. Die kommt komplett raus. Braucht niemand. Bam, 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 bam. Eisenbolzen mache ich nicht. Brauche ich auch nicht. Eisenspeer mache ich auch nicht. Der Kupferhammer kann weg. So, Eisenhammer würde ich ganz gerne. Haben wir 23, können wir machen. Eisenmesser haben wir 21, können wir auch machen. Eisenaxt auch. Aber halt nur so irgendwie eine oder sowas am Tag, weißt du? Weil wir produzieren ja nur zwei pro Tag. Das müsste dann alles funktionieren. Hacke. Machen wir auch, haben wir 25. Eisenschaufel nicht. Eisensichel offensichtlich auch nicht. Eisensense aber dafür schon. Können wir, glaube ich, sowieso alles gar nicht machen, ne? Eisenschnüsch, ja, komm. Weil ich glaube nicht, dass die, dass ich von allem eins verkaufen kann. Das glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Okay, auf jeden Fall. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Dann muss ich das anders machen. Dann geht's halt. Geht eigentlich nur ums Geld am Ende des Tages, ne?
Wenn ich jetzt das so mache. Nee. Ich mach mal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toll. Ich mach mal überall 15% und dann verteile ich mich irgendwie so ein bisschen. Am Ende des Tages geht es ja tatsächlich nur ums Geld. Hoffentlich, dass es nur ums Geld geht. Nicht, dass hier dann wirklich am Tag eine weg ist, obwohl es 0,4 sind. Was ja keinen Sinn machen würde. Ich würde es eigentlich sinnvoll verteilen. Aber sinnvoll ist hier halt nicht gerade. Es ist. Geht nicht. So richtig. Es funktioniert. Mein Plan geht nicht auf, ne? Hab ich auch gerade festgestellt. Hier, komm. Ja. Das ist ja. Ach, die kriegen. Hä? Da kriegen die überall dasselbe? Das ist ja spannend. Das 200, 400, 600, 800, 1000, 1000. Aber warum? Das ist doch alles was unterschiedlich wert, beziehungsweise raff ich gerade nicht. Was die Prozente angeht, ob die Prozente dann wirklich nur aufs Geld basiert sind oder die Werkzeuge komplett ignoriert werden. Keine Ahnung, wie sie es rechnen. Aber ich denke, dass das so erstmal okay ist. Ne? Das wird ja immer mehr auch. Nahrung, hier tue ich mich ein bisschen schwer. Einfach, weil wir selber nichts haben. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Rohstoffe, ja. Finde ich halt auch 213 am Tag ein bisschen heavy. Und Steine genauso, aber wir haben ja genug, von daher ist es okay. Stöcker könnten wir tatsächlich. Bin ich ehrlich. Kann weg. Holzfläschchen würde ich. Aber 6, warum denn 66,7 am Tag? Warum kann ich denn nicht ein oder 10 Holzfläschchen machen, weißt du? So viel produzierst du doch gar nicht. Das ist doch Bullshit schon wieder. Das finde ich blöd. Ja, komm. Auch hier, wenn ich hier jetzt den hier mache, warte. 8,8. Warum so viel? Ja gut, okay. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Weiß ich nicht. Hier haben wir aber auch nichts von. Eisenbarren am besten gar nicht verkaufen. Was hältst du davon? Ich gucke mal, was ich hier noch so habe. Steht das hier? Ton. Weiß nicht, warum soll ich Ton verkaufen? Ich würde lieber was draus machen. Leder, Pelz. Würde ich auch eher was draus machen. Ich glaube, wir können so langsam mal die Näherei tatsächlich. Boah, kannst du halt alles verkaufen, ne? Die würde ich gern kaufen. Okay, lassen wir mal so. Das Geld ist eh erstmal so irrelevant. Gut, jetzt haben wir eine halbe Stunde Menü verbracht. Ich wollte Pferd. Ah, wo war ein Pferd rufen? Da. Plötze? Wir reiten mal kurz. Ja, hoch. Nach Piastovia. Ich hab Hunger schon wieder, ne? Ja. Ich, logisch, habe ja auch nichts zu essen. Wir holen Kirschsetzlinge. Dann gucken wir nach Personal. Uff. Nach einer Quest wäre jetzt blöd, weil die müsste ich jetzt machen. Und wir haben sowieso noch eine offen irgendwie. Aber ich glaube, das ist eh eine Hauptquest. Von daher ist es nicht so dramatisch. Dann meckern wir noch die ganze Zeit, dass wir Hunger haben, dass wir stinken, dass es kalt ist. Das ist wichtig, das gehört auch so ein bisschen zum Flair auch einfach dazu. Ja. So. Wenn der Frühling jetzt vorbei ist, dann geht's jetzt, glaube ich. Also ich glaube, im Sommer geht's richtig los. Feldtechnisch. Da können wir, glaube ich, nicht viel, viel schaffen. Und da arbeitet, da ist auch keiner mehr, ne? Ja.
Die habe ich alle schon weggeerntet. Ärgerlich. Ich werde gleich verhungern. Das ist auch sehr ärgerlich. Warum laufe ich eigentlich? War das ein Wolf? Ich möchte das nicht. Hier arbeitet natürlich noch keiner. Ob ihr mich verarschen wollt, habe ich gefragt. Du machst Kräuter. Du machst gar nichts. Hier ist Küche. Hello there. Trotzdem, ich habe Hunger. Ich habe tierischen Hunger. So eine Birnentart würde ich ganz gerne für, klar, 84 Münzen. Ganz ehrlich. Can I interest you? See you soon. Gönne ich mir jetzt auch einfach mal. Also man muss sich auch einfach mal Dinge gönnen. Und so eine Birnentart komplett reingezwibbelt. Geil. Hier, Markus Lach. Oh, it's you again. Zeig mir mal dein Stuff. Birnbaum, Apfelbaum, das sieht ganz gut aus. Ich hätte gern Kirsch. Ah, 6 nur. Kriege ich hier noch irgendwo welche her in dieser Jahreszeit? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Pflaume, weiß ich nicht. Ich hätte gern die Kirschallee, das hätte ich gerne. Can I interest you in some of good luck? Ich reise mal. Okay, ich reise mal umher und gucke mal, dass ich so Stuff finde. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hallo. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit, auch wenn ich das eigentlich nicht möchte. Wir fangen an bei Klonika. Auf geht's. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier... Aber eigentlich ist doch überall so ein Schmied, oder? Du machst nichts. Das ist ja gar kein Schmied, fällt mir gerade ein. Aber... Ja, das ist hier nur... Nee, sie nicht. Ja, hier. Aber Milbor hat ja nur Stuff, den ich nicht brauche. Ja, zur Not gibt es hier fähiges Personal. Fähig weiß ich nicht, es gibt zumindest Personal. Nee, hier gibt's. Bitte kann was. Nein, er kann nichts. Es sieht nicht so aus, ne? Überall diese aggressiven Kinder. Nee, es sieht nicht danach aus. Das ist sehr schade. Hier gibt es Kräuter und halt einen, der so Ramsch verkauft. Ich nenne es mal Ramsch. Mir fehlen zwar Gebäude, aber ich glaube, ich krieg das hin. Hier, mach mal irgendwas. So, Lorelei. Die gute Lorelei. Warte. Hier, Verwaltung. Ich glaube tatsächlich, dass ich kein Haus habe. Das ist ja sehr ärgerlich. Ja, das ist ja sehr, sehr ärgerlich. Brauche ich sogar 2 Häuser, weil es jetzt 2 Frauen sind. Nee, cool. Dann würde ich sagen, ja, komm, bis du da bist, ist schon der 10. Tag im Sommer. Wahrscheinlich. Ich würde ganz gern ins nächste Dorf. Ich habe so viel zu tun und so wenig Zeit. Obwohl, da habe ich schon auf 10 Tage gestellt und ich krieg's immer noch nicht geschissen. Uff. Pass auf. Leute, ich würde sagen, wir sprechen mal mit dem Fuhrmann. Wir haben Piastovia. Wir fahren hier nach Ostoja. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in Ostoja. Bis gleich. Ciao.